Willkommen in der Santa Bay. Endlich schließt die Studio Series eine für mich zumindest sehr, sehr große Charakterlücke aus dem Cast von The Last Night. Wir schauen heute auf Studio Series Deluxe Class Crosshairs. Bei der Verpackung bleibt die Studio Series sich treu. Wir haben vorne das ziemlich geile Artwork von Crosshairs hier mit dieser Action-Pose, mit seinen rauchenden Knarren, das sieht spitze aus. Und was ich schön finde, wir haben auf der Seite nochmal ein anderes Artwork mit einer anderen Pose. Und sowas finde ich immer schön, dass sie nicht immer das gleiche nehmen, sondern ein bisschen mehr an Gezeichnetem noch bekommt. Ich liebe ja das Design von Crosshairs aus The Last Night. Total guter, gut designter Charakter. Das ist einer der wenigen Movie-Charaktere, die ich tatsächlich mag. Deswegen habe ich mich auf diese Figur auch explizit gefreut. Tatsächlich, Rückseite haben wir dann hier die Produktränder. Das Ding ist offiziell lizenziert von GM und ich frage mich, wo führt eigentlich dieser Barcode hin? Trommelwirbel. Validate your product. Ach, guck. Ah, nicht kaufen Fälschungen. Nicht kaufen Fälschungen klingt aber selber so, als wäre das eine gefälschte Seite. Ich hoffe, das ist eine automatische Übersetzung. Das ist ja schrecklich. Fälschungen unterstützen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Also, liebe KO-Käufer, merkt euch das. Spaß. Das Backdrop ist wieder aus zwei Teilen. Wir haben einmal hier die gelochte Pappe, wo die Figur draufgeschnallt ist. Und dann haben wir das gleiche Bild hier nochmal. Das ist hier diese Bowling-Szene. Ich kann mich nicht dran erinnern. Der ganze Film ist eine einzige verschwommene Masse für mich. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Szenerie passiert ist, aber wir haben hier ein schönes verlassenes Bowling Center. Sei es drum. Und dazu haben wir die Anleitung im üblichen Style der Studio Series. Funktioniert alles soweit ganz gut. Die Figur ist ziemlich komplex. Nicht jeden einzelnen Schritt habe ich tatsächlich auf Anhieb verstanden, aber wenn man die Figur einmal durchblickt hat, geht es ganz gut. Die Anleitung führt einen so grob zumindest durch. Und damit sind wir bei Crosshairs und der kommt mit seinen beiden Maschinengewehren hier. Ne, klassisch ist ein Film, sind glaube ich genau die gleichen Molds, würde ich vermuten. Genau schwarzes Plastik. Keine Farbakzente drauf, was schade ist. Ich hätte ja irgendwie lieber in einem Grau gehabt statt einem Schwarz. Sie hatten ja das graue Plastik auch. Ne? Wäre vielleicht schöner gewesen, aber na gut, eine Frage des Platzes. Auf dem jeweiligen Spoo wahrscheinlich. Das Problem mit diesen Waffen ist, dass die, er hat hier diese halboffenen 5mm Hände. Naja, der Sitz ist so mittelmäßig, also sie verdrehen sich ganz gerne mal so. Weiß ich nicht, damit bin ich nicht so einverstanden. Auch überhaupt nicht einverstanden bin ich mit diesem Ding hier. Das ist der Spoiler vom Auto. Der sitzt eigentlich hier hinten drin, der fällt aber bei mir wirklich im Sekundentakt sozusagen raus. Der ist so locker, da reicht ein leichter Dip und dann ist der weg. Würde ich die Figur behalten, was ich wahrscheinlich tun wäre, einfach weil ich keine Filmdesigns sammle in dem Sinn, auch wenn ich den Charakter total gerne mag. An den stelle ich mir dann eher nochmal hin, wenn ich vielleicht irgendwie eine MP-Version davon mal kriegen kann. Ich würde ihn wahrscheinlich einkleben, weil sonst würde ich einen an die Waffe bekommen. Wir tun ihn jetzt auch mal weg, einfach weil ich sonst mich ständig nur aufrege. Und das möchte ich nicht. Wir haben hier einen ziemlich coolen Kopf. Ziemlich cool Design, natürlich das übliche Chaos, wobei ich finde, es ist tatsächlich noch einer der griffigeren Köpfe aus den Filmdesigns. Wir haben hier oben dieses rosa-rot auf der Brille, die auch wirklich so asymmetrisch ist wie im Film. Das ist schön. Die Augen sind blau bemalt, das Gesicht entsprechend dann silber und grün. Hinten haben wir dieses transparente Teil, da schimmert aber noch so ein bisschen was Bemaltes durch. Ist kein Lightpiping, das sieht ganz interessant aus vom Design. Und auch sonst haben wir jede Menge liebevolle Details, vor allem hier auf der Oberfläche. Alles entsprechend lackiert, würde ich vermuten. Ja, alles mit Gunmetal lackiert. Dann kannst du hier an der Seite, kannst du das schön sehen. Geht nicht durch leider, aber ich denke, das ist, weil hier insgesamt ist alles recht dunkel, ist, fällt es nicht ganz so sehr auf. Und hier sind schöne Details drin. Normalerweise gehören diese Klappen hier, gehören ja, es ist ja hier, der hat ja wie so ein, ich will nicht sagen so ein Rock, aber wie so eine Schürze im Prinzip, so ein halbes Cape auch hier. Das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Das Problem ist, dieses Gelenk ist einigermaßen locker und die Dinger lassen sich halt hier nicht arretieren. Das hätte ich cool gefunden. Ich meine, klar, so hast du die Möglichkeit, sie aus dem Weg zu bringen, hinterher für die Beinbewegung und so, aber dafür hast du eigentlich schon die Klappen und das reicht nahezu. Also ich hätte mir gewünscht, dass man die arretieren kann, dass das hier oben fest ist. Und ich dann hier mit den Klappen entsprechend dann spielen kann. Aber so könnte sie natürlich dann auch hier an die Seite tun. Aber naja, ich weiß nicht, ich bin kein riesiger Fan dieser Designentscheidung. Gleiches gilt hier für die Hohlräume, den Unterarmen. Auch die finde ich nicht sonderlich ansehnlich. Ansonsten die Arme auch hier schön mit lackiert und mit Details versehen. Das ist alles ziemlich gut. Ne, die Beine hier sind ein bisschen dünn irgendwie. Sie wirken auch so ein bisschen unfertig. Liegt aber daran, dass die Figur insgesamt, also die eigentliche Figur, ist ja nur das hier. Ja, das sieht so für sich genommen schon ziemlich bitter aus. Alles andere ist Backpack.
Berg. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich habe lange nicht mehr eine Figur gesehen, die so viel Teile einfach auf dem Rücken hatte. Dadurch, dass das alles zumindest dann einigermaßen kompakt ist und recht eng am Körper anliegt und er ja eh dieses Umhangdesign hat, finde ich, fällt es jetzt für diesen Charakter nicht unbedingt negativ auf. Es ist halt nur krass, wenn du anfängst mit der Figur zu hantieren. Zum einen, das Backpack-Haktisch ist hier nicht so richtig arretiert. Es gibt zwar hier oben, ne, gibt es hier so ein Stift, der hier in diesen Schlitz dann gehen soll, aber ja, drückt das zwar zusammen, aber so ein richtig fester Sitz ist das nicht. Dadurch, ne, ist das immer so ein bisschen so, ne? Weiß ich nicht. Die Figur insgesamt recht instabil. Und wenn dann die Gelenke an sich sind eigentlich okay, ne, also jetzt, die Gelenke sind nicht wackelig, aber wenn du halt dann hier die Klappen hast, die ständig sich bewegen, plus das Backpack, dann hast du halt trotzdem das Gefühl, dass irgendwie die Figur nicht richtig zusammenhält. Das ist ein bisschen schade. Da arbeitet sie gegen sich selbst. Aber ansonsten vom Design her, von den Proportionen, die Umsetzung des Charakters finde ich sehr, sehr gelungen. Er hat so ein paar Schwächen, wie gesagt, ne, was die hier mit dem Waffendesign, dass das halt nicht dich in den Händen hält, dass das hier nicht arretiert und dass das hier hinten nicht arretiert. Ansonsten bin ich aber so vom Design her eigentlich ganz happy. Definitiv die beste Crosshairs-Figur, die wir bisher bekommen haben. Bei der Beweglichkeit haben wir den Kopf auf einem Kugelgelenk leider ziemlich eingeschränkt. Also ihr kommt so 45 Grad in beide Richtungen, dann bleibt ihr hier am Kragen hängen. Das wird aber für die meisten Posen wird es reichen. Ihr habt zusätzlich die Neigung so ein kleines bisschen, wobei ihr seht, er drückt sich halt dann auch, je nach Winkel drückt er sich zurück, ne, nach oben geht nicht wirklich was, weil er sich zurückdrückt, nach unten nicht. Also der Kopf ist ziemlich limitiert, das ist schade. Ihr könnt zwar den Kopf, ihr habt zusätzlich hier vorne dieses Scharnier, könnt ihr also über das Backpack, könnt ihr ihn ein Stück hochschieben für ein Foto. Dann steht das Backpack aber sehr weit raus und ist halt auch nicht stabil. Also werten würde ich das nicht, aber die Möglichkeit habt ihr immerhin. Dann haben wir hier die Schulter, Kugelgelenk aufgrund des Schulteraufbaus und dadurch, dass wir kein zusätzliches Scharnier jetzt im Körper haben, nur bis hier, bisschen dünn, bisschen sehr dünn. Und auch so nach außen kommt er dann halt nicht wirklich. Das ist halt gerade fast, also ne, gerade hier mit seinen beiden Pistolen, hätte ich da gerne noch mehr Posen gemacht. Dass das hier mit der Schulter aber nicht richtig geht, schränkt ihn da doch arg ein. Der Oberarm rotiert relativ fest. Das ist hier so ein T-Port. 90 Grad am, wie heißt das Ding? Ellenbogen, meine Güte. Und dann haben wir das Handgelenk, das sich transformationsbedingt neigen lässt. Wir haben wie bei fast jeder Deluxe-Figur in der Studio-Series keine Rotation, da ist halt der Fokus darauf, dass der Körper entsprechend durchdesignt ist. Mein Gott, kann ich mit leben. Andererseits hätte ein Schnitt oder so, hätte jetzt hier auch nicht total wehgetan. Ne, weil dann kannst du ihn hier nicht drehen, kommst mit dem Arm nicht richtig raus. Also es macht ihn relativ starr leider. Dann haben wir hier das Bein. Das geht, wenn ihr die Klappe hier komplett an die Seite macht, geht das absurd nach vorne. Das ganze Knie sieht allerdings dann extrem seltsam aus, ne, weil wir hier dieses komische Beindesign haben. Wenn die Klappe jetzt hier vor wäre, ich halte das mal kurz fest und machst das Ding komplett hoch, kommst du halt nur bis hier. Zusätzlich haben wir Kniebewegungen nach vorne, das ist alles ein bisschen schräg. Oberschenkel rotiert, ne, einmal hier mit über das Kugelgelenk und dann zusätzlich haben wir hier noch eine Rotation ums Gelenk, aber die ist so fest und die Kugel im Vergleich so locker, dass man das wahrscheinlich nie bedienen wird. Dann, wie gesagt, das Kniegelenk von den Reichweiten, ne, aufgrund dieses Doppelscharniers, fantastisch. Optisch finde ich eine ziemliche Katastrophe. Es hat immer so einen Winkel. Es sieht halt hier total unfertig aus. Das Bein ist sehr, sehr dünn. Hier vorne guckst du ein bisschen rein, immerhin haben sie das Gelenk noch designt. Das ist ganz schick. Aber das ist alles sehr, sehr seltsam. Wie gesagt, hat auch eine Bewegung nach vorne. Das liegt aber daran, dass ihr das Bein halt hier dann, ne, komprimieren müsst später für die Transformation. Man könnte es natürlich auch sagen, man macht es so, dann ist aber ein bisschen. Können wir gerade mal testen, aber ich glaube, der ist ein bisschen arg kurz, oder? Ach, wobei. Wobei, es sieht auch nicht total. Ein bisschen schräg sieht schon aus. Nee. Ich glaube, das ist schon von den Proportionen her schon die bessere Version, oder? Naja. Haben wir den Fuß? Das ist cool, Kugelgelenk, nach oben, nach unten, nach innen, nach außen, Rotation, das ist alles wunderbar und die Kugeln sind auch von der Toleranz wirklich schick. Also Beweglichkeit ist da halt ziemlich limitiert an einigen Stellen, was ich schade finde, weil gerade diese Figur, ne, gibt ja diese schöne Szene, wo er einen Fallschirm hängt, so rückwärts fliegt, und dann bang, bang, bang mit seinen Pistolen, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Also aus dem hätte ich gern mehr dynamische Posen rausgeholt, als die Figur tatsächlich zulässt. Gemessen und gewogen kommt Crosshairs auf 12,5 cm und für die Deluxe-Klasse übliche 74 Gramm. Und zum Vergleich haben wir hier einmal Studio Series 86 Cup und Studio Series 72 Starscream. Beide jetzt nicht aus dem gleichen Film, aber ich habe nichts Vergleichbares aus dem Film da. Nichtsdestotrotz ist er ziemlich klein. Die Cardboards aus der Studio Series in der Deluxe-Klasse sind generell kleiner als die G1-Designs. Also ich denke, er sollte so ungefähr auf einer Linie sein mit so ziemlich jedem Bumblebee-Mold, den wir so kennen aus der Studio Series. Das passt schon, aber so im Verhältnis gerade zu Starscream wirkt ein bisschen mickrig. Andererseits Auto gegen Jet, wahrscheinlich passt das sogar. Für die Verwandlung dreht ihr zunächst den Fuß nach innen und dann habt ihr hier hinten, ne, hier dieses gezahnte Ding ist ein zusätzliches Scharnier. Da könnt ihr den Fuß hier nach oben schieben und möglichst nah hier ans Bein legen. Die Klappe hier, ne, faltet ihr nach oben.
das Teil nach außen und dann nehmt ihr das ganze Knie auf dem Doppelgelenk und schiebt das Bein einmal zusammen. Schwingt das Backpack jetzt einmal hier auf dem Gelenk nach oben und den Kopf könnt ihr gleich so ein bisschen mit nach vorne drücken, dann habt ihr das aus dem Weg. Die Arme, ne, nehmt ihr hier die Hände, klappt ihr nach innen und schwingt die Arme hier nach oben. Und dann haben wir hier dieses graue Teil an der Hüfte, dieses hier. Das müsst ihr einmal komplett samt den Beinen 90 Grad hochklappen und dann die Beine hier einmal 90 Grad zurück. Und dann könnt ihr die Arme nehmen, schwingt die hier erstmal nur hier so lose nach innen. Arretieren tun wir das dann alles zum Schluss. Und dann nehmt ihr hier die Seitenteile vom Fahrzeug, klappt die hier nach unten. Auf der Innenseite habt ihr jetzt hier diese breiten Stege. Die könnt ihr übrigens auch im Bot-Modus nutzen, um die Waffen zu verstauen. Das geht. Ne? Hängt ihr die einmal hier links und rechts da rein und dann dreht ihr die Dinger hier nach unten und legt sie hier so grob zumindest unter die Klappen hier. Und dann nehmen wir das ganze Backpack und falten es auseinander. Wir haben einmal hier das Dach, das geht hier auf dem Doppelgelenk nach vorne und das legen wir sauber davor. Wir haben hier die Front des Fahrzeugs, die klappen wir nach vorne und dann drehen wir jetzt hier die ganze Nummer einmal 180 Grad rum. Und bisher ist das alles noch eine ziemlich lockere Geschichte. Und jetzt kommt echt der entscheidende Schritt, um es zu stabilisieren. Wir haben hier vorne diesen Doppelpin sozusagen, die zwei. Und die müssen hier in diese Vertiefung rein. Und wenn ihr das gemacht habt, ne, die Klappen hier, das wird hinterher Teil der Motorhaube, könnt ihr schon mal grob in die richtige Richtung legen. Aber wenn ihr den Teil hier gemacht habt, so zack, ne, kriegt das Ganze plötzlich eine schöne Stabilität. Die Motorhaube legt sich da vorne sauber rein und dann nehmen wir hier die Seitenteile, bringen die voll nach unten. Die haben jetzt diverse Punkte, ne? Hier hinten ist einer, hier in der Scheibe ist einer, hier vorne ist einer. Aber das ergibt sich alles ganz automatisch, fangt einfach hinten an und arbeitet euch langsam nach vorne. Zack, zack. Ja, da habe ich also schon deutlich schlimmere Transformationen erlebt, was das Zusammenbauen des Fahrzeugs angeht. Das geht hier bei Crosshairs eigentlich ziemlich geschmeidig. Und dann nehmt ihr eure Arme, die haben hier, das kann man jetzt kaum erkennen, da sind so kleine grüne Stifte, diese dort, und die müssen da oben in die Lücke rein. Müssen wir so ein bisschen drehen, dass das da drinnen liegt. Die halten nicht super gut, aber als Orientierung reicht es. Dann nehmt ihr eure Klappe, ne, bringt die hier auf dem Doppelgelenk, auf dem einfachen Gelenk hier nach oben, legt das über das zweite Gelenk hier hinten flach drauf. Und dann nehmt ihr noch euren Spoiler, der euch mit Sicherheit bis dahin auch schon abgefallen ist, nur richtig rummachen. So, zack. Drückt den hinten drauf und dann seid ihr mit Crosshairs in seinem Fahrzeugmodus fertig. Und ich benutze diese Vokabel nicht oft, aber dieses Ding ist nahezu perfekt. Eine wunderschöne Corvette, offiziell lizenziert, das hilft definitiv. Aber ne, die ganzen Proportionen sind klasse. Die ganzen Designs hier drauf, das sieht super aus. Ne, die getönten Lichter vorne sind schön, Farbakzente auf dem Grill, überhaupt hier diese ganze grüne Lackierung. Hier ist es nur das Plastik, glaube ich, und da ist das schwarz bemalt. Bin mir nicht sicher, aber das hier, also wenn das hier nur das Plastik ist, dann sieht es super aus, weil es das Licht toll reflektiert. Und das erscheint mir halt ein bisschen matter, aber das kommt alles ziemlich gut. Wir haben einheitlich die Felgen montiert mit diesen Pinnen, dazu das ganze Silber bemalt. Das sieht richtig schön aus. Auf der Rückseite bemalte Lichter. Das Ding ist ultra clean. Alles steckt super zusammen. Der Bot ist mäßig versteckt, also man kann hier halt so die Brust und so weiter sehen. Den Kopf sieht man hier hinten durch auch. Also vielleicht wäre es clever gewesen, die Scheiben komplett schwarz zu machen oder noch dunkler zu tönen als hier, dass man da ein bisschen weniger von sieht. Das ist aber das einzige Manko. Ansonsten hier unten ist alles sauber zusammengefaltet. Hier hinten, es guckt so ein kleines bisschen raus und wie gesagt, steckt hier nicht so 100% drin. Das ist aber wirklich minimal. Alles andere gefällt mir hier wirklich gut und er rollt trotzdem noch vernünftig. Also das Teil ist ein absoluter Homerun. Super. Und auch hier habe ich jetzt keinen passenden Vergleich, deshalb haben wir hier einmal Masterpiece Prowl in guter Tradition. Fazit, der größte Schwachpunkt bei Crosshairs ist die Tatsache, dass diese ganzen Überhänge, die er nun mal hat, also das riesige Backpack, diese Klappen vorne an den Beinen, dass das alles nicht wirklich sauber arretiert und dadurch immer so ein bisschen in der Gegend rumschlabbert und die Figur dadurch instabiler sich anfühlt, als sie am Ende des Tages eigentlich ist. Denn die Gelenke sind durch die Bank weg eigentlich ziemlich gut, teilweise eher zu fest als zu locker. Generell ist er vom Design her, finde ich ihn eigentlich ziemlich gut, so von vorne gesehen, die Proportionen sind klasse. Er ist halt nicht so richtig durchdesignt bis hinten, also wenn man von der Seite sieht, wie wenig an dem eigentlichen Bot dran ist. Ne? Gerade die Rückseite der Beine, das sieht alles sehr unfertig, sehr seltsam aus. Aber von vorne ist es soweit okay. Das Einzige, was mich da wirklich stört, sind die Hohlräume in den Unterarmen. Und die Tatsache, dass er die Waffen zwar hält, aber die doch sich zu einfach verstellen lassen und in einer schönen Pose dann doch mal wegdrehen oder so. Das ist ein bisschen nervig. Generell ist das Posieren der Figur eine Herausforderung, weil die Beweglichkeit ziemlich limitiert ist, was ungewöhnlich ist. Du bist es dann meistens ziemlich weit vorne. Aber hier sind doch einige Sachen, die Beweglichkeit der Schultern, des Kopfes, die fehlende Hüftrotation, nehmen ihm doch eine ganze Menge Dynamik raus. Und das ist schade, denn von dem Charakter hätte ich mir da
deutlich mehr erhofft. Die Transformation macht dann ehrlich gesagt richtig Spaß für eine Studio Series, gerade für eine Studio Series Carbord. Diese kleinen Deluxe-Autos sind oftmals ein bisschen frustrierend, sie am Ende zusammenzukriegen. Das ist bei Crosshairs nicht der Fall. Funktioniert wunderprozentig, auch ein schönes Wort. Wunderbar, schrägstrich hundertprozentig. Und ergibt ein super geiles Auto, abgeschlossen bis ins letzte Detail, durchdesignt bis ins letzte Detail. Also der Teil gefällt mir richtig, richtig gut. Der Old Mode definitiv stärker als der Bordmodus. Also es ist ein cooler Studio Series Release, allerdings ein bisschen eingeschränkt in seiner Bespielbarkeit. Wenn man ihn aber einmal in einer vernünftigen Pose auf dem Regal stehen hat, wird er seinen Dienst tun. Und ich denke, einen besseren Crosshairs als diesen werden wir in absehbarer Zeit nicht bekommen. Soweit mein Video zum Studio Series 92 Crosshairs. Wenn es euch geholfen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und checkt meine anderen Videos rund um die Studio Series hier oben in der entsprechenden Playlist. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.